Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, ich hatte noch von einem anderen Guss Harz übrig und ich habe gedacht, ich gieße eine Blume, weil das Harz hatte dann inzwischen die richtige Konsistenz erreicht und ja, ich gieße hier gerade mein klares Harz in die Form. Passt auch alles ganz gut in dieser Form. Also war genau richtig, konnte sogar so ganz, ganz leicht dom, dass ich keinen scharfkantigen Rand mehr übrig habe. Und ja, das ist jetzt mein Harz in der Form. Und dann nehme ich mir meinen Heißluftföhn. Ich muss den gerade noch anschließen. Und ja, wärme mein Harz noch mal kurz ein bisschen auf. Sieh zu, dass die kleinen Bläschen an der Oberfläche weg sind, dann nehme ich mir mein Dotting-Tool, pule mir ganz, ganz vorsichtig die kleinen Bläschen vom Boden noch eben hoch und dann gehe ich noch mal eben. Nee, normalerweise würde ich jetzt mit dem Feuerzeug drüber gehen, aber das habe ich da nicht gemacht. Okay. Jetzt nehme ich mir praktisch gelbe Resin-Inks und tropfen mir die in die Form hinein, 4 Tropfen. Dann nehme ich so eine Art Aquafarbe, ein schönes Blau, gib mir das auch mit 4 Tropfen in die Form zwischen den gelben. Also ich bin gespannt, ob gelb und blau, dass das, ob das doll auf der Rückseite hinterher in grün verfärbt. Aber wir werden es sehen. Auf der Gießseite sieht es schon teilweise ganz schön grün aus. Aber naja. So, jetzt gebe ich mir halt fleißig meine Farben nochmal weiter rein. Ich habe jetzt nochmal das Gelb auf das Blau getröpfelt und dann gebe ich noch einen blauen Tropfen in die Mitte auf das Gelb. Und das sind praktisch meine Resin-Inks und dann nehme ich jetzt gleich meinen kleinen Becher. Da habe ich noch ein bisschen Restharz. Das ist einfach nur mein Harz mit, mit dem Angel White vermischt. Das ist ja die Pigmentpaste, die ich immer gebrauche. Und dann gehe ich einfach nur in relativ dicken Spiralen der Form entlang. Also einfach nur in Kreisen. Ganz, ganz einfacher Guss. Ich finde, mit den Spiralen ist man meistens auf der sicheren Seite. Für Anfänger natürlich besser aus dem Spritzbeutel zu gießen, aber es funktioniert auch sehr gut aus dem Becher. Man muss halt nur geduldig sein, sich die Zeit nehmen und ja. Ja, jetzt wollte ich mir mein Blumendesign machen, aber ich habe gedacht, ich gebe zuerst meine Mitte hinein. Das war auch noch so ein bisschen Überreste. Das sind schwarze Muschelstücke und so ein bisschen so bläulich-silberner Glitter. Den gebe ich jetzt in die Mitte hinein. Und dann kann ich jetzt auch anfangen, mein Design zu machen. Hier gehe ich dann mit viermal von außen nach innen mit meinem Dotting-Tool und das Ganze mache ich dann hinterher nochmal, dass ich dann insgesamt 8 Blütenblätter habe. Also erstmal die 4, dann wieder in die Mitte, sodass ich mir 8 Blütenblätter kreiere. Und dann mache ich das Ganze nochmal weiter, dass ich hinterher insgesamt 16 Blütenblätter habe. Ich bin mal gespannt auf die Rückseite, weil wirklich jetzt die Gießseite, die ist wirklich sehr grünlastig geworden. Klar, gelb und blau ergibt halt grün. Aber man weiß nie, was auf der anderen Seite ist. So, und jetzt ziehe ich mir nochmal das Dotting-Tool von innen nach außen, kreiere mir da ein bisschen Design in meine Blütenblätter. Was ich so interessant finde, auch wenn man in der Spirale gießt, es kommt irgendwie immer was anderes raus. Es ist nie gleich. Und von daher, es macht im Prinzip nichts aus, ob ihr Blütenblätter gießt, ob ihr Spiralen gießt.
Mit den Spiralen ist meiner Meinung nach anfängerfreundlicher und ja, ihr bekommt immer ein richtig tolles Design hin. So, jetzt gebe ich noch einen Mini-Swirl in die Mitte. Der macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil ich habe ja meinen Glitter-Mix unten drunter oder meinen Muschel-Mix. So, und jetzt gehe ich noch mal kurz da, wo mehr Gelb ist, nehme ich mir noch mal das Dotting-Tutsi lang und ich nehme auch noch mal das Sturmfeuerzeug, mache ein paar Bläschen kaputt. Mit dem Sturmfeuerzeug bitte, bitte immer vorsichtig sein, dass ihr euch das Harz und die Form nicht verbrennt. So, und das ist jetzt praktisch mein Flower Design fertig. Und hier ist eine Nahaufnahme. Die kleinen Pünktchen da auf der Oberfläche, das ist Glitter. Ich habe auch erst gedacht, na, was war das? Aber ich habe noch mal auf den Untersetzer geguckt, es ist Glitter. Es sieht schon vielversprechend aus. Und das ist jetzt der nächste Tag und ich kann meinen Untersetzer rausholen. Ich bin ziemlich neugierig. Er ist noch ein bisschen weich, also muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber es funktioniert. Und ja, schaut einfach mal. Ich finde die Blume sehr, sehr schön. Sie wirkt so ein bisschen wie so eine Bastelblume aus Papier. Also gefällt mir persönlich sehr gut. Ist mal ein ganz anderes Blumendesign. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich sag mal bis dann, passt auf euch auf. Eure Petra. Tschüss.